Willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute das Spiel Portugal gegen die Deutschen. Ja, ich hoffe mal, dass Deutschland vielleicht gewinnt. Ich wage es zu bezweifeln. Wenn sie unentschieden spielen, könnte es nochmal knapp werden in der Gruppe. Und wenn Ungarn sogar noch unentschieden gegen Frankreich macht, wird es ganz eng. Wenn Deutschland verlieren solle, dann müsste Deutschland gegen Ungarn gewinnen. Ja, also ich denke, das Spiel geht 2-1 aus für Portugal. Jawohl. Jetzt Deutschland. Jawohl. So. Jetzt werden wir gleich noch die Aufstellungen sehen. So, hier Portugal, Patricio im Tor. Dann Guerrero, Diaz, Pepe und Cancelo. Dann Sanchez, Fernandes, Pereira. Jota, Ronaldo und Silva. Ich habe nichts verändert. Ich habe einfach gestartet. So, dann sehen wir auch gleich noch die Deutschen. Hier werden ja noch die Fotos gemacht. So, hier jetzt Deutschland gleich. So, Neuer am Tor. Dann Can, Rüdiger, Ginter, Klostermann. Gündogan, Goretzka, Kimmich. Und dann im Sturm Sané, Gnabry und Havertz. Und los geht's. Erste Halbzeit mit Portugal. Mit denen spiele ich ja auch in dem Cup. In dem EM-Cup von UP. Also ich bin da schon ein bisschen eingespielt. Okay, das war jetzt nicht gewollt. So, okay. Cancelo hat den Ball. Mal blind spielen hier. Und gibt es jetzt Einwurf oder Freistoß? Ah, Einwurf, okay. Ich wollte gerade sagen. So, über außen. So, Ronaldo. Ronaldo am Ball. Immer noch Ronaldo. Und das 1-0 durch Cristiano Ronaldo. Jawohl. Schönes Tor. Der Alleingang durch Ronaldo. Ja. Mal gespannt, wie lange er noch macht. Der ist ja auch schon über 30. Aber fit wie ein Turnschuh. Ich denke mal, WM macht er bestimmt noch. Nächste WM ist ja schon nächstes Jahr. Im Winter, glaube ich, in Katar. So, Sané am Ball. Ach, hat er mich ausgespielt? Oh, hier, Yogi. Der Sackkratzer, Alter. Yogi, der Sackkratzer. Bevor, wenn der weg ist.
gucken, ob es dann besser läuft unter Dingsbums. Boah, Mann. So, und auf geht's. Cancelo. Keiner läuft mit. So wird das sehr schön. Fernandes. Und Eckball. Ja. So, Eckball. Fernandes wird ihn ausführen. Mal gucken. Irgendwie so in die Mitte und. Ach, schade. So, hol den. Einwurf. Dann nicht dahin. Boah, ey. Ah, Sanchez will sich den Ball erkämpfen hier. Oh, Gnabry. Oh. Oh, der war gar nicht so schlecht. Nein. Komm schon. Was macht denn der Torwart hier wieder? Ist der dumm? Bei mir laufen immer die Torwarte raus. Kann ich auch gleich ohne Torwart spielen. Oh, der war ein bisschen scheiße. So, Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Und Ronaldo! Ach, schade. Neuer Held. Ja, der war nicht so fest, dass er. So, Eckball. Machen wir hier in die Mitte und. Der war nix. Und aus. Und Einwurf. So, kommt, bietet sich mal einer an hier. Ja. Ronaldo. Uiuiui. Ja, ist Ronaldos Spiel hier. Ein Tor und zwei Chancen jetzt. Neuer regt sich schon auf. So, wieder Eckball. Gleich haben wir Halbzeit. Letzte Chance. Ja, das war's für die Halbzeit. So. Hier nochmal die Chance durch Ronaldo. Oh. Doch nochmal Abschluss. Ich dachte, es wäre Halbzeit. Ja, moin. Aber ich denke mal, gleich wird Halbzeit sein. Jawohl. Jetzt haben wir Halbzeit. So, gutes Spiel hier von Ronaldo. Immer noch 1:0. Und wir sehen uns nach der Halbzeit. Wieder zweite Halbzeit, jetzt mit Deutschland. So, ich bin mal gespannt, Deutschland, ob sie noch was machen. Steht ja erst 1:0, also da kann noch viel passieren. So, Gündogan.
kommt Gnabry nicht dran. Oh, hier Löw. Gündogan's Chance hier. Uiuiui. Ah, Gündogan wird zum Goldgetter, Alter. Bei Manchester City ja auch. Was der an Toren gemacht hat. Ach. Mist. So, nach hinten. Hallo. Kimmich. Ach. Ich will nicht grätschen. Alter, was machst du da? Meine Güte. Uiuiui, Glück gehabt hier. Ah, der war gar nicht schlecht. So, Portugal wechselt. Und auf geht's. Palhinha kommt rein und Pereira geht raus. Okay. Palhinha. Lauf! Ach. Ronaldo wieder. Jawohl. Kimmich. Ach, meine Güte. Wie, Ronaldo raus? Ja, moin. Er ist aber mutig. Der beste Mann geht raus. Was? Ach, Alter. So, ich wechsle auch mal schnell. Die Zeit geht immer so schnell rum. So, ich mache jetzt mal Toni Kroos rein. Für Gündogan. Und mache Gosens für Sané. So. Und weiter geht's. Boah, Torwart. Ui, was ein Tor. Serge Gnabry. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch drankommt. Sehr schönes Tor. So, jetzt kommt Gosens und Kroos ins Spiel. Ah, da freut sich Löw. Da freut er sich. So, noch 6 Spielminuten. Mal gucken, ob es beim 1-1 bleibt oder ob noch jemand ein Tor schießt.
So, Anstoß Portugal. Ja, was machen denn die Tor? Ich verstehe das nicht. Warum kommt der Torwart immer raus? Der dumm? So, hier, jetzt Gosens. Was? Ach. Ei, ja, okay. Obwohl man es da gar nicht so sieht. So, Neves raus. Ne, Quatsch, Fernandes raus und Neves rein. So. Freistoß? Ach, das Spiel ist aus. Okay, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.